willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade hier irgendwo in, weiß nicht, Ulm. Und wir sind hier gerade schon ein paar ganz entspannte Runden gefahren. Wir haben wirklich nicht allzu sehr die Sau rausgelassen. Wir sind ganz normal gefahren. DT war auch nicht am Limit. Und alle haben ihren DB-Killer drinne. Und es kamen ein paar Leute, die meinen, ah cool, schön, dass wir hier euren Spaß haben. So, was machen wir jetzt? Wie könnte man einen Tag besser beginnen als mit einer Runde Moped fahren? Finn fährt hier gerade voraus auf einer XC450. Übrigens, das Modelljahr hatte ich auch und es war meine allererste XC damals. Ich hatte aber eine XC400 und eine XC400 war richtig geil, weil die war echt schön dosierbar, hatte aber immer genug Leistung. Also echt die perfekte XC zum Anfang. Man könnte sagen, die 350er heutzutage ist so quasi die neue XC400. Können ja auch mal ein paar andere Leute vorlassen. Da ist Lars, auch wieder ganz leise unterwegs heute. Na, was ist das für eine Straße hier? Hier kann ja unmöglich, können hier zwei Autos gegeneinander fahren. Das geht nicht. Ich habe übrigens meine Sitzbankschrauben verloren. Das heißt, meine Sitzbank ist lose. Nicht so geil. Heute ist Sonntag und das bedeutet, warte mal, wir filmen jetzt erstmal ein paar Wheelies vom Finny-Finn. Ja, was soll ich sagen, heute ist Sonntag, morgen ist Montag und morgen fahren wir zu KTM Powershop. Dort gibt es nämlich eine kleine Überraschung und zwar ein neues Projekt, ein neues Motorrad und diesmal etwas ganz anderes. Und was wir damit vorhaben, seid gespannt, das könnt ihr euch nicht erträumen, ausmalen, wie auch immer. Es wird etwas ganz Besonderes. Das heißt, morgen fahren wir nach München bei den Spritpreisen von 2,30 Euro der Liter Diesel. Macht das ganz besonders viel Spaß, vor allem weil mein Transporter mit Hänger auch nur 10, 11 Liter schluckt. Das heißt, für den Trip Köln-Ulm, Ulm-München, München-Ulm, Ulm-Köln bin ich bestimmt 500 Euro los. Also, das mit dem Dieselpreis aktuell, das geht gar nicht klar. Ich bin ehrlich, es tut weh. DT, gerade das erste Mal wirklich flott bewegt, fährt sich echt nicht gut. Ich bin komplett ehrlich. Fährt sich beschissen. Woran liegt's? Oh Mann, Deutschland ist so ein schlimmes Land, es ist so schlimm. Wir fahren hier wirklich normal lang. Wem tun wir weh? Wem tun wir weh? Wem tun wir weh? Wir fahren doch ganz normal, warum muss man sich immer beschweren? Warum ist es so? Warum? Warum ist Deutschland so? Deutschland, warum bist du so? Deutschland, warum hast du so teure Dieselpreise? Warum geht eigentlich alles den Bach runter gerade? Wo bin ich stehen geblieben? Ja, DT fährt sich nicht sonderlich gut. Es hat verschiedene Gründe. Erstmal muss ich echt feststellen, sie fährt sich unsicher, man fühlt sich nicht so sicher in Kurven. Verboten! Du kommst aus 10 Kilometer an, er schon so! Verboten! Ja, komm Manu, hau erstmal einen Wheelie raus für meine Nerven. Also, Grund Nummer 1. Wir können ja, ey, das ist echt so ein bisschen so ein, was ich mag, was ich nicht mag. Grund Nummer 1, warum lässt sie sich nicht so gut in Kurven fahren? Grund Nummer 1 ist erstmal, sie gibt einem ein unsicheres Gefühl. Es gibt Fahrzeuge, die fährt man und man ist einfach eins mit dem Ding. Also es gibt Motorräder, die können sehr gut, die vermitteln hier ein sehr gutes Gefühl, wo dann einfach mal Schluss ist, wo die Grenze ist. Dieses Gefühl kann die DT nicht gut vermitteln. Auf einmal sagt dir der Hinterreifen auf einmal tschüss. Er rutscht dann plötzlich beim Rausbeschleunigen. Grund Nummer 3, warum gibt es für 125er immer nur Kackreifen? Diese Reifen sind einfach nur dafür gemacht, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Sportreifen müssen hier drauf. Beziehungsweise, wenn das EXC-Fahrwerk drin ist, kommen hier auf jeden Fall richtig gute Sportreifen drauf und dann kann man damit auch was anfangen. Nehmen wir mal zur Abwechslung einen Punkt, der mich wirklich überwältigt und das ist die Vorderradbremse. So unfassbar gut für eine 125er. Also da muss man auch erstmal lernen, die wirklich zu packen. Es gibt Bremsen, die sagen dir, ja komm, pack noch mehr zu, alles safe. Und es gibt Bremsen, die packst du einfach zu und auf einmal blockiert die Pumpe so heftig das Vorderrad. Und das ist auch wichtig, eine Bremse zu haben, die einfach dir ein gewisses Feedback gibt. Und das gibt sie. Wenn man einmal weiß, wo so dieser Ankerpunkt bei der Bremse ist, dann hat die Vorderradfelge einen leichten Schlag. Das kann auch sein. Wobei vorne war ich relativ safe eigentlich. Ja, aber was soll ich sagen? Ich bin eine XC gewohnt mit der besten Bremse, dem besten Fahrwerk, den besten Reifen, die man sich nur wünschen kann. Natürlich fühlt sich so eine 125er nicht so Premium an. Irgendwo ist es halt eine 125er und keine XC450 auf Supermoto umgebaut. Ja, sind so Sachen, die mir halt auffallen. Trotzdem, DT macht einfach Bock. So, Finny Finn, hau mal ein Wheelie raus hier, Kollege. Oh, Ferdis, Ferdinands.
Ah, ziehen wir mal die Kupplung hier. Junge, sie beschwert sich auch noch. Sie beschwert sich. Sorry, dass ich atme. Ich habe gerade die Kupplung gezogen. Finn hat die Kupplung gezogen. Man hat nichts gehört und sie schmeißt mit ihrer Hand nach oben. Ja, dann reit halt woanders. Hier ist eine Straße. Es tut mir leid. Geh in deinen Stall im Kreis reiten oder so. Ich weiß nicht, was heute los ist. Warum hasst man uns? Warum? Wir fahren normal. Wir machen keinen Scheiß. Wir fahren wirklich normal. Wir fahren entspannt. Alles easy. Ich habe eine 125er. Guck mal, das ist Vollgas. Was soll schon passieren? Warum muss man so sein? Deutschland ist echt kein Land, in dem gegönnt wird. Es wird nur an sich gedacht. Verboten, verboten. Verboten. Nee, ich reite hier gerade mit meinem Gaul. Ich reite hier gerade mit meinem Gaul. Hast du die Alte auf dem Gaul gesehen? Ja. Sieh so. Die hat sich voll aufgeregt. Ja, voll langsam. Ich mach so. Ja. Wart ihr laut bei den Pferden, ne, oder? Alle leise, sieh so. Ich reite hier gerade. So Jungs, jetzt kommen wir an einen sehr geilen Spot. Ich freue mich gerade ein bisschen, dass wir dorthin fahren. Der ist echt geil. Einen alten Edit an die Real OGs, die die ganzen Edits noch kennen. Hier gibt es so ein Lost Place. Da kann man einfach draufklettern. So nice zum Chillen einfach mit seinen Jungs. Ah, der Besitzer ist gerade da. Komm, wir fragen mal, ob wir mal kurz da gucken dürfen. So Jungs, seht ihr? Man muss nur nett genug sein. Und schon darf man drauf. Wir haben wenigstens Sicherheitsausrüstung an. Voll geil. Hier kann es richtig abgehen. DJ-Pult und unten die Crowd. Oh, ja. So Mädels, leider durften wir nicht einmal hochklettern. Aber man kann halt am Rand theoretisch runterfallen. Ja. Naja, okay. Mädels, nachdem wir gerade nochmal 10 Euro hier reingeschossen haben, ganze 5 Liter getankt haben. Nicht mal 5 Liter für 10 Euro. Aua. Sind wir jetzt hier am Spot angekommen? Boah, da haben wir es aber nochmal gerade so hochgeholt. Das hört sich genauso an. Einfach DT-Quad, WTF. Einfach selber Sound. Oh. Oh, da hockt's auf. Kann das Ding release? Das würde mich interessieren. Luana, was ist los mit dir? Vormotivation. Lachen. Das macht schon alles besser. Okay, jetzt auf XC450, Baujahr 2009. Ich weiß es nicht genau. Upsala! Junge! Heute einfach Bike-Tester geworden. Hä, man sitzt ja mal komplett anders drauf. So, mit Stiefeln ist echt nochmal ein komisches Gefühl, weil man den Quickshifter, man spürt den Schalthebel halt nicht und Lars hat den Quickshifter dran. Aber es ist geil, man braucht die Kupplung einfach nicht beim Schalten. Und du kannst die Gänge einfach durchjagen. Achtung! Eine Sache interessiert mich auf jeden Fall. Wie ist es mit Quickshifter im Wheelie zu schalten? Das probieren wir jetzt mal kurz aus. So, jetzt probieren wir es aus. Ohne Kupplung, im Wheelie schalten, nur mit Quickshifter. Ja, es geht schon. Geht sehr gut sogar schon. Setz dich mal da drauf, Luana. Ja, also hier, Schlüssel kannst schon drehen. Hier ist ein Knopf, den machst du 3x, 4x, 5x so. Und jetzt drückst du einfach den Knopf da drunter. Junge, Manus Bike ist so unfassbar laut. Bei 3, ja? 1, 2, 3! Okay, Jungs, ich sag euch jetzt einfach mal Tschüss. Es war ein geiler Tag. Ihr wart den ganzen Tag dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.